zu einem weiteren Promi-Geflüster hier in Reutlingen. Bei den Schlager des Jahres begrüße ich ganz herzlich den Andy Borg, Mr. Musikantenstadl, sage ich immer mal wieder. Hallo und einen schönen guten Abend erstmal. Hallo, servus. Du bist schon zum zweiten Mal hier in kürzester Zeit in unserer schönen Stadthalle. Hast dich da hier jetzt schon fest einquartiert oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich habe schon den Schlüssel von der Garderobe, darf ich gleich mitnehmen. Ich habe einen eigenen Parkplatz vorm Haus und ich kenne das Publikum persönlich mit Anschlag. Ja, denken wir mal, dass da vielleicht wieder einige dabei sind, genau, die den Schlager lieben. Das letzte Sendung von dir, das war Thema Fliegen. Da habe ich jetzt irgendwo was gelesen, du hast dir so ein schönes Flugobjekt zugelegt und verbringst da die ganze Zeit damit, ist das richtig? Oh, da würde ich dringend davon abraten, solche Zeilen zu glauben. Wenn das alles wahr wäre, was in diesen bunten Blättern steht, dann wäre ich Vater von bestimmt 12 Kindern und meine Frau weiß aber nichts davon, das ist schlecht. Naja, das ist Quatsch, wenn die alles, wirklich alles wüssten, das wäre traurig. So ein bisschen was Privates gibt es dann doch auch noch. Aber das Spielzeug kann man jetzt sozusagen streichen, das abhaken, das gibt es nicht, oder? Doch, doch. Also ich habe auch einen Hubschrauber und ich habe auch jetzt von, wir haben das Thema Fliegen gehabt und wir haben Daniel Goller, der hat mit einer Fernsteuerung Dinge gemacht, die kann ich mir nicht mal vorstellen, geschweige denn umsetzen. Und der hat mir so einen Flieger geschenkt aus Styropor, der fliegt so sensationell, ich weiß nicht, wie die das machen, einfach zusammengesteckt, sodass ein Wiener den auch zusammenbasteln kann. Und der fliegt durch den ganzen Garten, jetzt hat es leider zu regnen angefangen, aber das fasziniert groß und klein, finde ich, so eine Fliegerei. Früher hat man immer aus einem Stück Papier eine Schwalbe gebastelt. Also ich weiß gar nicht, ob man das heute noch zusammenbekommen würde. Nein, eine Schwalbe nicht, aber kennt ihr das Himmel und Hölle? Das ist auch gut, das ist auch ganz interessant. Und wir haben ja Waldrat und Mariechen hat im Stadl Papierflieger gebastelt. Das war schon schwierig genug. Nicht schlecht. Gerade haben wir es jetzt im Vorgespräch gehabt, das Stadl sind jetzt bloß noch 4 Sendungen, du bist da aber völlig zufrieden damit, wie ich das rausgehört habe. Ich bin total zufrieden damit. Wir haben 85 Millionen Einwohner und es gibt nur eine einzige Dreiländersendung. Ja, wir haben mit unserer Generalprobe erreichen wir mehr Leute als andere Fernsehsender im Ganzen. Also das wäre vermessen, unzufrieden zu sein, weil da eine Sendung weg ist. Also ich will da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, wenn im Frühjahr eine wäre und im Herbst eine wäre und dann dieser Silvester, das wäre mir auch genug. Ich war sehr glücklich mit der Schlagerparade, das war gar keine Eurovision, das war nur in der ARD. Also das wäre jetzt vermessen, da zu sagen, schade, dass es eine weniger ist. Das liegt auch nicht in unserem Ermessen, das haben wir nicht in der Hand. Ich schaue, dass ich meine Leute, die meine Stimme mögen und meine Lieder mögen, dass ich die zufriedenstelle mit dem, was ich mache. Aber das ist auf einer anderen Ebene, findet das statt. Was gibt's Neues dran vom Andy Borg? Gibt's eine neue CD? Ist wieder was in Planung? DVD liest man auf der Homepage, die ist ganz aktuell. Ja. Was tut sich? Ich bin gerade im Studio, das sagen wahrscheinlich alle Kolleginnen und Kollegen, aber ich habe beim Herfahren habe ich gerade was gehört, was wir schon gemacht haben und eins kann ich schon verraten, es wird ein Lied drauf sein von Mel Jersey, von Judith und Mel. Der hat mir eine wunderschöne Nummer geschrieben und dann mache ich 2 Lieder von, das verrate ich jetzt noch nicht. Lass uns überraschen, genau. Es sind 2 Cover dabei, 2 Lieder, die es schon gibt. Und die ich schon immer gern gesungen habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, so, und die nehme ich jetzt auf. Und dann ganz ein normales Andy Borg Album. Ich will da nichts Spektakuläres haben. Ich möchte einfach, dass jemand, wenn jemand in meine CD reinhört, soll es keine Überraschung sein. Einfach was Neues. Und Thema Peter Alexander mal ganz kurz. Da hast ja du auch viele Stücke aufgenommen von ihm und eine CD produziert. Was war das Besondere am Peter? Hast du ihn persönlich auch mal kennengelernt? Wie war der Zusammenhang? Leider überhaupt nicht. Ich habe nur seine Shows gesehen. Ich war bei ihm in der Stadthalle in Wien, als die eine Show aufgezeichnet haben mit meinen Eltern. Und das ist halt, das hat mein Leben begleitet. Diese Musik, diese Filme, diese Shows, die er da gemacht hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin jetzt auch ab und zu im Fernsehen und grinse da in die Wohnzimmer rein. Also für mich ist es ein Riesenkompliment, diese CD aufnehmen zu dürfen damals. Und ich habe einige goldene, das soll jetzt keine Angeberei sein, sondern nur im Vergleich. Wertvoller ist mir diese Autogrammkarte, wo der Peter Alexander draufgeschrieben hat, ich wünsche dir mit diesem Album viel Glück, weil es haben schon viele meine Lieder gesungen. Und die ist mir wertvoller als die ganzen goldenen, die ich zu haben. Also das hat noch funktioniert, da
auf die CD. Ja, ja, ja. Ich dachte ja erst, man muss da anfragen oder so, aber wenn man den Text und die Musik nicht verändert, geht das ganz normal rechtlich seine Wege. Der Komponist und der Texter kriegt seins und der Sänger ist halt der Interpret. Und der war in dem Fall dann ich und ich habe ihm dann heute ein Album geschickt und der hat heute eine Autogrammkarte zurückgeschickt. Das ist doch auch schön, genau. Also, so kann man sich dann schon wieder an die Großen dann nochmal erinnern. 2015 steht auch wieder einiges an, da gibt es sogar wieder die vierte Stadl-Kreuzfahrt. Wo geht's hin? Jetzt wollte ich gerade sagen, was weißt du denn schon von 2015? Ich bin froh, wenn ich einmal 14 jetzt angefangen habe. Ich bin ja Wiener. Aber stimmt, die Kreuzfahrt haben wir, wissen wir, seit letztes Jahr. Wir gehen nach St. Petersburg. Und ich finde es halt immer genial, wenn ich stehe dann immer im Fernsehen so mit dem Mikrofon und sage, wir sind eine Dreiländer-Eurovisionssendung, am Schiff wird das praktiziert. Da sitzen an einem Tisch ein Deutscher, ein Österreicher und ein Schweizer und unterhalten sich im Dialekt und du merkst dann erst, hey, wir sind weit weg von zu Hause und diese drei Länder sitzen an einem Tisch und haben eins gemeinsam, die Musik. Und das ist halt, das ist cool, das finde ich sehr interessant immer. Also Musik verbindet, ganz klar. Absolut, ja. Und für Nachwuchs nach wie vor immer noch eine Tür offen? Ich kämpfe da, weil die Angebote, die wir bekommen aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz, sind schon sehr... Haben Sie einen Garten zu Hause? Wissen Sie, wie schlimm das ist, wenn dann ein Maulwurf rauskommt, so ein Hügel? Und manche Angebote, die wir bekommen, sind wie Maulwürfe. Richtig. Zum Drauftreten. Also es ist nicht so, wie man denkt, dass wir da niedergeschüttet werden mit Talenten, die gut sind. Wir haben wirklich Mühe, das zusammenzukratzen, was wir dann im Fernsehen präsentieren. Aber wir haben ja zum Beispiel beim letzten Stadl haben wir aus Slowenien die jungen Helden gehabt, nie zuvor gehört und wunderschöne Musik. Also man muss nur ein bisschen schauen, dann findet man schon was. Ich mache mir keine Sorgen um den Nachwuchs. Sehr gut. Also solange es beim Publikum beliebt ist, denke ich mal, wird es auch nie untergehen irgendwo. Ne? Na, das haben wir zwei ja leider nicht zu begreifen. Nein, das leider nicht, das leider nicht. Aber vielleicht unser Kameramann, vielleicht wird es ihn irgendwann auch mal begrüßen dürfen, wer weiß. Er spielt auch steirische Harmonika. Ah, schau her. Ja, dann weg mit der Kamera, Harmonika, viel schöner. Genau. Ja. So, okay, soweit, denke ich mal, haben wir's. Dann wünsche ich dir jetzt heute Abend viel, viel Spaß. Danke, bin sehr aufgeregt. Heute ausnahmsweise mal keine Moderation in dem Sinn, sondern mal wieder singenderweise. Das ist herrlich. Der Bernhard Brink sagt mich an und ich darf immer Applaus rausgehen, einfach Lala machen und dann gehe ich wieder. Das ist herrlich. Für einen alten Mann ist das genau richtig. Na, so alt sind wir auch noch nicht, oder? Nein, ganz und gar nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Man ist immer so jung, wie man sich fühlt. So ist es. Ne? Also, in diesem Sinne, lieber Andi, alles Gute. Wann ist der nächste Stadl? Keine Ahnung, ich habe was gehört von 3. Mai. Okay, da sind wir doch dabei. Alles klar. Dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Bis bald. Servus.